Hallo, liebe YouTube-Freunde und willkommen in meinem Gewächshaus. Heute möchte ich euch einmal ein paar Tipps geben, damit auch ihr solch schöne Tomaten ernten könnt. Gleich nach dem Intro geht's los. So, damit auch ihr solch schöne Tomaten ernten könnt, so wie sie beim hier schön in der Entwicklung sind, möchte ich euch zwei ganz wesentliche Tipps an die Hand geben. Der erste Tipp ist, ihr müsst dafür sorgen, dass hier im Gewächshaus keine Feuchtigkeit steht. Das heißt, regelmäßiges Lüften und oder auch hier ein Fenster oben aufmachen, damit eine gute Durchlüftung ist. Denn was Tomatenpflanzen überhaupt nicht mögen, ist, wenn oben auf den Tomatenblättern Feuchtigkeit steht. Das müsst ihr unbedingt verhindern. Der zweite, und das ist viel, viel wichtiger in meinen Augen, ist das richtige Gießen. Bitte gießt niemals die Tomatenpflanzen von oben, sondern es wird nur gegossen hier unten im Stammbereich. Damit auch ihr erkennen könnt, wann eine Tomatenpflanze wieder Wasser braucht, braucht ihr einfach nur mal hier ein bisschen auf die Erde schauen, macht das ein bisschen beiseite und ihr seht, ja, das wird hier schon wieder langsam trocken, also ist es Zeit zum Gießen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Gießen? Morgens oder abends? Oder vielleicht doch lieber mittags? Nein, hier müssen wir ganz klar sagen, der richtige Zeitpunkt ist morgens. Warum? Wenn ihr abends gießt, und die Erde noch aufgeheizt ist von der Wärme tagsüber, bildet sich über Nacht wieder Staufeuchtigkeit und Kondensation bei euch im Gewächshaus, die dann eventuell über Nacht in Tropfenform wieder auf den Blättern runtertropft und oder es sich Tau auf den Blättern bildet, was wir natürlich vermeiden wollen. Ja, deswegen gieße ich meine Pflanzen immer früh morgens. Jetzt kommt noch die Frage, wie viel Wasser braucht denn eigentlich so eine normale Tomatenpflanze? In der Regel kommt hier mit pro Tomatenpflanze mit circa einen halben Liter Wasser hin. Wie oft ihr jetzt gießen müsst, wie gesagt, hängt einfach daran zusammen, wie trocken und sandig euer Boden ist. Wenn das Wasser natürlich schnell verdunstet oder sich im Erdreich ausbreiten kann und nicht genügend an der Pflanze ankommt, müsst ihr halt jeden Tag gießen. Wenn ihr Glück habt und ihr habt eine gute, humusreiche Erde, die das Wasser praktisch gut speichern kann, kann das auch sein, dass jeder zweite Tag reicht. Da wir hier aber ja natürlich im Gewächshaus sind und keine natürliche Bewässerung in Form von Regen von oben kommt, müssen wir also auf jeden Fall spätestens jeden zweiten Tag gießen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesen zwei wichtigen Tipps weiterhelfen und hoffe natürlich, dass auch ihr einen reichen Ertrag haben werdet. Wenn ihr Tipps und Anregungen habt, schreibt es doch bitte in den Kommentaren. Jetzt habe ich aber noch in eigener Sache auch noch etwas. Vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. Ich habe hier so kleine bräunliche Stellen auf meinen Blättern. Was die bedeuten, das zeige ich euch im nächsten Video. Bis dann, euer Alex. Ciao.